Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. So, hier seht ihr schon das Rezept von dem ersten, was wir machen werden, und zwar dem Squeezer. Davon werden wir zwei brauchen und die werden wir jetzt mal sofort craften. Oh, ich habe jetzt keine Potatos mehr. Ich glaube, dann mache ich mich auch bald mal an meine Energieversorgung weiter. Also nach dieser Folge. Wahrscheinlich nochmal Klaus fragen, ob ich den Kopf da haben darf. Den Kopf der Bande. Ja. Gut, da brauchen wir nochmal einen halben Stack Bronze. Ich glaube, da ist sogar. Ich glaube langsam. Verdammt. Ah, ich kann jetzt auch gleich einen ganzen Stack nehmen, weil ich glaube, wir brauchen für die weiteren Maschinen auch noch was. Also ein Stack davon. Und dann zinn war das. Brauchen wir 12 Stück. Du kannst wieder zurück, Kumpel. Okay. Schau ich mal ganz schnell nach. Apple, Fruit Juice und dann in den Fermenter zu Biomass. Jo. Okay, aber wir machen jetzt erstmal den Squeezer fertig. Und das Eisen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt sollte das erreichen. Und wenn nicht, dann baue ich eine Statue von Klaus. Also jetzt hier in Game, ne? Keine echte. Ich glaube, wenn ich jetzt im V-Live irgendwo eine Statue aufbauen werde, würden die Leute fragen, was ist denn das für ein Held? Wie sollte er eine Statue bekommen? Und dann, ja, ich habe eine Wette verloren. So, bevor ich jetzt crafte, Fermenter. Ja, das war richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flug. Dann haben wir das jetzt gleich schon fertig. So, wundervoll. Okay. Wir brauchen dann auch noch da drüben einen Weg für die Zeptings. Weil die Äpfel sind noch kein Stück. Ganz, ganz schnell mal hier ausweichen. Das hätte jetzt echt böse enden können. Okay, die Squeezer kommen hier rein. Und dann einmal hier einstellen. Na. Die werden inverted. So, sehr schön. Dann hier oben noch extract. Extract. Ah, okay, der füllt jetzt erstmal die Äpfel nur hier rein. Okay. Ich mach das hier nur gerade anders. Nicht nur anders, sondern auch direkt Thomas anders. Ja, ihr dürft mich hauen. So, wenn es jetzt hier inwertet, wenn es keinen anderen Weg findet, dann im Notfall rausgezogen. Und dann kann ich hier direkt die Fermenter hinsetzen. Die das ganze Zeug noch reinbekommen. Die haben da auch schon, kommen dann auch direkt beides. Und jetzt fehlt mir echt ein Verdammt. Kann ich das nicht verbinden? Natürlich nicht. Okay.
Dessert. Na? Hallo. Okay, Fluid. Extract. Extract. Und hier Extract Order Signal. Gut, hier wird schon Biomass produziert. Dann können wir hier gleich noch zwei Stills dran machen und dann. Ja. Ist schon produktiv. Ja, kann man so lassen. Biomasse? Biomasse, ich. Weiter. Nein. Ich hab's heute echt wieder drauf. Okay, also. Hier dürfte dann auch gleich. Also hier wird auch schon Food Juice produziert. Dann kann ich aber hier schon mal das mal wegmachen. Und dann würde sich gleich anschauen. Das mache ich dann einmal so, aber auch direkt wieder ausleuchten. Weil hier werde ich dann nachher die Dynamos hinpacken. Aber wir brauchen jetzt zuerst einmal neue Frösche, wenn du willst. Führt keinen Weg dran vorbei und ich gehe einfach mal hiermit schnell so ein Stackable, damit ich schon mal zu futtern habe. So. Fluid Conduits brauche ich. Gut, also mit dem Fluid Conduits kommen wir dann auch schon ein Stückchen weiter und dann kann ich auch gleich die Stills machen, fällt mir ein. Damit wir hier gar keinen stillen Content haben. Ja, ich bin heute echt wieder in Topform, ich merke das. Okay, Fluid Conduits. Hier haben wir noch Quite Clear Glass und. Ah ne, das sollte eigentlich reichen. So. Ich möchte echt nicht wissen, wie oft ich schon in meinen Flachwitzen Leute in den Wahnsinn getrieben habe. Also. Ist glaube ich schon oft genug gewesen. Ja, hier habe ich noch den Sandstone. Das Obsidian packe ich jetzt auch mal hier rein. Hier habe ich auch noch Appetite, was ich verarbeiten kann. Da war nichts mehr drin. Okay. Zwei Stills waren das noch. Das war Bronze und Redstone. So kaufe ich das einfach mal gerade hier. Das sind nur 8 Redstone. Und 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, das ist schon mal 1, also 12 davon und 4 davon. Machen wir das schon mal fertig. 1, 2, 3, 4, hallo, gut. Dann haben wir hier die Steady Casings. So. Zwei Stills. Und. Alter, die Slimes sind eine Katastrophe hier. So, der könnte mal jetzt gerne despawnen. Was ist. Also, der ist der Dschungel. Okay. Der Junge, wo ich Bane of Pix gefunden habe. Gut, gut.
Okay, also, dann schauen wir jetzt mal, dass es auch alles klappt. Okay, das und das kannst du jetzt mal weg. Fluid Conduit. Ich wusste es. Nein. Insert. Ach, jetzt. Boah, die Lecks hier sind grauenvoll. Also irgendwann müssen wir hier mal schauen, dass es was gegen die Lecks gemacht wird. Das geht langsam nicht mehr. Extract. Nein, nicht disabled. Hier wird inserted. Gut. Hier wird jetzt auch schon Biomass produziert. Und dann mache ich das einmal hier so. Dann hier Extract. Extract. Insert. Insert. Sehr schön. So, dann haben wir das jetzt hier. Dann wird jetzt hier auch schon Ethanol produziert. Perfekt. Okay, der Ethanol würde ich sagen... Ah, wie machen wir das? Ah, komm, dann mach mal so, dass das dann auch noch da drüben reinkommt. Disabled. Da müssen wir dann nochmal mit Fassaden arbeiten. Komm, geh schneller. Ganz, ganz schnell hier eine Fackel hin. So. Und so wenig Fluid Conduits in... Ich hab's gewusst. Mann, dass ich sie nicht verbinden. Ich bin da dann überlegen. Nee, nee, das wird nicht funktionieren. Schade. Führt keinen Weg dran vorbei, wir brauchen mehr Fluid Conduits. Besser sagt im Lager als noch welche. Wollte ich sagen, hier reinschauen, was hier die Wolle Farm sagt. Ja, ich würde sagen, die Wolle Farm ist echt produktiv. Bitte lass ja irgendwo welche sein. Bitte. Ich bin gerade echt zu faul, neue zu craften. Muss ich mir gerade ganz ehrlich zugeben. Ja? Also Bird Quartz. Der Herr sei es gelobt. Also mit der Herr meinte ich entweder Tribulo oder Street, einer von beiden. So, auf jeden Fall werde ich dann mal
kannst jetzt hier so lange durchlaufen, bis das Ethanol fertig ist, also bis der Tank da fertig ist, der Resonant Tank. Gut. Hier wird das Zeug inserted. Irgendwie klingt das immer falsch, inserted. Na? Hier wird es rausgepumpt. Und hier auch. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Farm für Äpfel und Setzlinge, dass sie verarbeitet werden. Gut, in diesem Sinne würde ich dann sagen, machen wir jetzt mal hier was für Schluss, oder? Komm, wir machen mal ein klein wenig Ordnung hier. So, das weg. Und der hier auslöschen. Da müssten wir eigentlich mit Fassaden arbeiten. Ich könnte mal generell den Ablauf jetzt erklären, was jetzt danach mal passiert. Wir brauchen jetzt noch eine Combustion Dynamo. Ne, warte mal. Compression Dynamo, sorry. Die Compression Dynamo arbeitet einfach so. Die braucht einen flüssigen Treibstoff und flüssige Kühlung. Also Wasser reicht da vollkommen. Man könnte Jetted Cryothrium nehmen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, dass man auch so viel Jetted Cryothrium gar nicht herstellen kann. Also man kann es schon bestimmt irgendwie, aber das wird ein bisschen arg lange dauern. Gut, auf jeden Fall. Dann kommt hier, können wir hier den Ethanol. Den hier. Alter, da sind schon 35 Eimer drin. Leck mir doch die Eier wund. Brauchen wir Jetted Cryothrium. Boah, was habe ich jetzt für eine Kacke. Das Ethanol hier drin. Kommt dann jetzt, können wir schon mal hier so als dran machen. Das wird dann einmal hier so entlang gehen. Dann hier in die Mitte. Wahrscheinlich mal so, ja. Nein, das war nicht. Ich höre es am besten gleich auf. Also, um zu erklären. Hier kommen die Dynamos hin. Hier das Ethanol, die Ethanolversorgung und hier eine Wasserversorgung. Dann sind die gekühlt und können quasi schön weiter auf Basis der Ressourcen hier weiterhin Energie produzieren. Und so kriegen wir aus Äpfeln und Setzlingen Energie. Mulch haben wir jetzt schon 32, das ist sehr schön. Der Mulch kann auch übrigens hier für die VSC verwendet werden, ne? Aber gut. Die geht Furnace Generator mal 8 bar. Wie viel kostet so ein Furnace Generator eigentlich? Durch das View! Furnace? Ja, der braucht ein bisschen Eisen, Eisen. Okay. Vielleicht mache ich da nochmal so ein mal 64 Ding. Ich glaube aber nicht, dass wir noch so viel Energie langsam brauchen. Wir haben so viele Energieressourcen hier. Schau dir das mal an. Die sind alle voll. Ja gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, was ist jetzt wirklich für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, anmerkt eine Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.